Ja, dann haben wir hier das nächste Basecamp gefunden. Und ja, jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir hier unsere Freunde rüberkriegen. Also wir sehen natürlich schon zum einen, wir müssen hier wieder diverse Gegenstände für ein Feuerchen sammeln, während Saruman im Hintergrund immer noch seine Rituale abfeiert. Der Mistkerl, der will es uns auch echt schwer machen. So, also mit Sam erstmal alles kurz und klein schlagen. So, dann haben wir schon mal das erste Brennholz. Und wir sehen oben zum Beispiel, oben rechts gerade schon, diese Plattform, wo Legolas wieder seine Pfeile drauf verschießen kann. So, 1, 2 und 3. Und dann machen wir mal eben ein schönes Feuerchen. Ist eh so bitterkalt hier auf dem Berg. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir unsere Freunde rüberkriegen. Ja, okay, da schmilzt was. Okay, Sam kann also wieder ein bisschen was pflanzen. Ja, in den letzten Kapiteln, müssen wir sagen, oder in den letzten paar Let's Play, war Sam eigentlich fast kaum zu sehen, weil wir ihn eigentlich gar nicht gebraucht haben. Jetzt plötzlich zeigt sich wieder, wie wichtig Sam eigentlich für die Gemeinschaft ist. Und da kommen unsere Freunde auch schon rübergesprungen. Ja, herrlich. Ja, also das finde ich echt verdammt cool, dass wir hier mit der kompletten Ringgemeinschaft reisen. Das hätte ich gerne fürs ganze Spiel, aber naja, wer die Filme oder Bücher kennt, der weiß, das wird vermutlich nicht so bleiben. Ich will da nicht zu viel vorwegnehmen. So, warum ich jetzt mit Legolas zurücklaufe, ist ganz einfach. Ich dachte, ich schaue nochmal, ob sich hier irgendwas getan hat, dass ich vielleicht irgendwie da oben hin kann, wo ich vorher nicht hin kann, aber scheinbar ist es wirklich nicht so. Also ich brauche da irgendeinen anderen Charakter später. Dann schauen wir mal, dass wir weiterkommen und uns Khazad-dûm oder auch Moria nähern, denn so weit kann es eigentlich nicht mehr sein. So, was haben wir hier? Ist gerade schlecht zu erkennen. Ist das... ich glaube, es ist eine Platte... Ich weiß nicht. Also, ich sehe es gerade schlecht. Ich glaube, das ist eine Platte für Gimli. Da kommen wir so da dran oder muss ich ihn wieder werfen? Ja, ich muss den kleinen Zwerg wieder werfen. Das ist immer herrlich. Herrlich, 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 herrlich. Gut, dann geht's weiter und ja, komm, wir tragen ihn direkt mal rüber. Wird Gimli vermutlich dann eh brauchen. Und oh, das ist gerade schick, dass die Kamera so weit rauszoomt und wir quasi die Nebel, oder den Nebelberg hier sehen. Lass den Ringträger entscheiden. Wir werden durch die Minen gehen. So sei es. Zwergentüren sind unsichtbar, wenn sie geschlossen sind. Ja, Gimli, und selbst ihre Meister können sie nicht finden, wenn ihr Geheimnis vergessen ist. Wieso überrascht mich das nicht? Ja, schön gesagt. Wir sehen jetzt im Hintergrund schon die Pforte zu Moria, die momentan noch sehr, ja, unscheinbar wirkt, während ich hier mal gerade alle Münzen einsammle. Und was natürlich interessant ist, und da gebe ich euch gerne wieder ein bisschen Hintergrundwissen, zum einen heißt die Tür Höchstentor und es gab natürlich damals eine gute Methode, diese Türen zu finden, und das sehen wir gerade im Spiel, denn die Tore sind von zwei Bäumen in der Regel eingekreist und die sehen wir auch links und rechts gerade. Das war damals der Weg, wie man die Tür findet, denn so sichtbar, wie sie hier gerade in Lego-Form ist, sollte sie eigentlich nicht sein. Und ja, also diese Türen von Durin sind natürlich dahingehend interessant, weil die wurden damals, ich glaube, Herr der Ringe Lore, zweites Zeitalter, glaube ich, gebaut von einer Freundschaft von Elfen und Zwerge, was ja nicht so häufig vorkam. Und dann gab es einen Elf und einen Zwerg und die haben sich zusammengeschlossen und diese Türen auf beiden Seiten von Moria und auch an anderen Stellen gebaut. Oh, hier mein Speicherpunkt, komm, den nutzen wir mal eben. Und die Türen sind dann in der Regel so gebaut worden, dass die in den Stein passen und nicht sichtbar sind. Zur damaligen Zeit, als sie auch gebaut wurden, war es zum Beispiel so, so hat es Tolkien zum Beispiel beschrieben, dass die Türen eigentlich immer aufstanden, erst als dann der Krieg gegen Sauron ausgebrochen ist. Also der erste, da wurden die dann geschlossen und
So scheint es in Moria geblieben zu sein. So, jetzt haben wir hier ein bisschen was eingesammelt. Ich weiß noch nicht ganz, wofür ich das brauche. Ja, mal schauen. Ja, irgendwie muss ich die Tür... Okay, hier, da sehen wir Punkte. Hier kann ich sie einsetzen? Nee. Ja, stattdessen kriegen uns die Sträuche von uns. Ja, das ist gerade merkwürdig. Also ich brauche auf jeden Fall Feuerholz. Die Frage ist, wo finde ich diese zwei Feuerholz? Ja, Sam sagt es sogar. Ich glaube, er hat noch eins in der Hand. Kommt das denn her? Ja, wo ist das zweite? Ja, hier hinten haben wir natürlich eine Stelle, wo wir mit Legolas gleich hochspringen können. Ja, so wirklich hilfreich ist Gandalf bisher auch nicht. Oh, haben wir hier das letzte Stück? Ja, da ist es tatsächlich. Ja, komm, dann machen wir uns die Tür doch mal auf. Ja. Ja, vorher, bevor wir jetzt aufmachen und bevor es vielleicht weitergeht, schauen wir uns erstmal noch ein bisschen um. Denn hier oben, wenn hier schon so eine Luke ist, wo unser kleiner Zwerg durchpasst. Okay, hier haben wir scheinbar so eine Art... Eine erhöhte Plattform. Ja, also ein bisschen sich körperlich ertüchtigen hier. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas, was ich brauche. Was ist das? Ja, eine Möglichkeit, den Baum zu verschieben. Nun gut. Nehme ich. Ja, so sind Bäume im Mittelerde. Die lassen sich aber verschieben. So, und jetzt haben wir hier oben wieder irgendwas. Ja, was kommt hier runter? Ah, okay. Die Tür ist noch defekt. Daran liegt's. Und wir sehen übrigens auch sehr schön die Inschriften auf der Tür. Auch wenn das vielleicht jetzt schlecht zu erkennen ist. Aber man sieht die so ganz eben in die Tür geschlagen. Und diese Schriftzeichen sind unter anderem nur bei Mond- oder Sternenlicht zu erkennen. Und das scheint, wobei eigentlich, es sieht so hell aus, als hätten wir Mondlicht. Also es ist ein bisschen merkwürdig, aber naja, das Feuer sollte da sein Übliches tun, während ich hier mal mit Legolas wieder ein bisschen artistisch unterwegs bin. Und ich denke, ich muss jetzt auf die andere Seite und da auch noch Teile kriegen für die Tür. Denn deshalb lässt sich das Feuer vermutlich auch noch nicht anzünden, weil die Tür einfach noch nicht komplett ist. Ja, aber schadet ja nicht, hier erstmal alle Steine einzusammeln. Okay, hier haben wir eine Plattform. So. Ja, wir kommen tatsächlich über die Tür, also wird das hier genauso sein, denke ich mal. Ah, muss ich schieben? Ja. So, da sind die Teile doch am Boden. Komm, dann bauen wir die Tür mal eben zusammen. So, und jetzt können wir nämlich auch, wir sehen schon, mit Sam einfach das Feuer anzünden. Aber vorher wollte ich nur eben ein bisschen Zeug zerstören, ein paar zusätzliche Münzen kriegen. So, und jetzt mach's uns mal ein bisschen gemütlich, ein bisschen muckelig, Sam. Ja, die Tür brennt ab. Das ist logisch bei Stein. Not. Ah, okay, da hing noch was vor. Hier steht, die Türen von Durin, des Herrn von Moria, sprich Freund und tritt ein. Es ist ein Rätsel. Was ist das elbische Wort für Freund? Mellon. Oh. Oh. Ho, ho, ho. Ja, wer hat Doc Ock denn hier zur Party eingeladen? Übrigens auch hier gerade gesehen, man hat wieder eine Veränderung zwischen Film und zwischen Buch gehabt, denn das dauerte eigentlich deutlich länger, bis das Rätsel der Tür gelöst wurde, dass man das elbische Wort Freund sagen muss. So, wie kriege ich denn jetzt hier den Wächter im See? So heißt diese Kreatur übrigens. Klein und interessant ist natürlich diese Wächter im See, davon gibt es glaube ich auch mehrere in ganz Mittelerde. Die sind so ein bisschen autonom, also die haben weder auf Seite von Sauron gekämpft, obwohl man es eigentlich meinen sollte. Ich meine, wir sind hier die ganze Zeit ja dabei, den Ring zum Schicksalsberg zu bringen. Da könnte man ja meinen, Sauron hätte irgendwie einen seiner Verbündeten losgeschickt. Aber dieser Wächter im See, der, ich weiß gar nicht, wie lange der schon
seit Jahrhunderten, glaube ich, wurde irgendwann mal gesagt, ist er hier schon im Wasser und bewacht sozusagen die Tür und schnappt sich, was er sich schnappen kann. Und er ist halt komplett selbstständig, so wurde es zumindest, ich glaube mal, im Silmarillion erklärt. Also so wirklich viel Information hat man fast nie zu den ganzen Sachen bekommen. Und hier wirkt er auch, und das ist schon eine Sache der Filmversion, wirkt deutlich mehr wie... Ja, komm, Boromir. Wirkt deutlich mehr wie... Ja, so ein Oktopus, würde man fast sagen. Ich glaube, im Buch hatte der nicht so viele Tentakeln, wie er uns jetzt hier gezeigt wird. Aber zumindest schön, dass wir hier so einen kleinen Bosskampf kriegen, während im Hintergrund irgendjemand unserer Gesellschaft durchgeschüttelt wird. Ich glaube, Aragorn. So, es sind ja nicht mehr viele Tentakel. Jetzt sollte aber mal die letzte Bruchstelle... Da ist die letzte Bruchstelle. So, vielleicht kann ich hier ausweichen. Ja, sehr schön. So, und dann immer feste drauf, Herr Frodo. So, da sehen wir ihn. Mein Gott, ist das ein hässliches Kerlchen. Ah, okay. Also da... Komm, Gimli, wo bist du? Flieg. Flieg, mein Freund. Sehr schön. Ja, ich glaube, er hält wirklich Aragorn da gefangen. Ja, und also wenn man das... Okay, jetzt brauche ich einen Legolas, denke ich mal. Wenn man das jemals versuchen will, als Lego-Figur zu verkaufen, das wird nicht klappen. Denn es gibt ja Lego Herr der Ringe, soweit ich gesehen habe, gibt es ja wirklich als Lego-Figuren, die mittlerweile verkauft werden. Ich frage mich, wie viele 100 Euro sowas wie Moria oder ob es Moria überhaupt gibt oder sowas wie Helms Klamm kostet. Oh, hier ist aber gerade echt jetzt gerade Party angesagt. Es ist gar nicht dahin. Irgendjemand anderes wird dahin gehalten, denn ich sehe ja gerade, ich habe ja Streicher hier vorne. Na komm, schnappen wir uns nochmal den Zwerg und ab geht die Reise. Ach, das könnte ich den ganzen Tag machen. Zwerge werfen. Wer hängt denn da? Also ist das Frodo? Das könnte tatsächlich Frodo sein. Wird ja Sinn machen, denn Frodo wird ja gepackt, als wir reingehen wollen. So, komm, jetzt. Vielleicht ein guter Schuss, Legolas. Marit. Marit! Ja, sehr schön. Da schießt Legolas einfach die Axt von Gimli ab. Das wird dem Zwerg gar nicht schmecken, so viel kann ich schon mal sagen. Und wir haben das nächste Level abgeschlossen, kriegen dafür wieder ein Achievement, schalten natürlich neue Charaktere frei. Boromir, Legolas, Gimli, sehr schön. Also die Ringgemeinschaft haben wir mittlerweile fast komplett, wenn wir ins freie Spiel gehen. Oder haben wir komplett jetzt. Ja, leider keine 100% geschafft auf dem Pass. Ich weiß gar nicht, wieso. 83. Ja, viel scheine ich nicht verpasst zu haben, um ehrlich zu sein. Aber es gibt zumindest ein paar Münzen dazu. Das ist ja auch schon mal was. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ganz kurz rein. Schauen wir mal, ob uns eine Zwischensequenz erwartet. Kriegen hier auf jeden Fall einen neuen Mithrilstein. Das ist natürlich sehr schön. Kriegen wir ja immer nach einem abgeschlossenen Level. Dann können wir vielleicht ein bisschen mal das Schmieden uns beim nächsten Mal anschauen, weil wir jetzt so viele Steine haben mittlerweile. So, wo sind wir? Ja, wir stehen immer noch davor. Ja, sollten unsere Hobbits nicht eigentlich reingerannt sein? Na gut, uns wird auf jeden Fall angezeigt, da vorne sollen wir rein. Und das werden wir aber jetzt noch nicht machen, sondern dann vermutlich eher im nächsten Video, denn ich erwarte da eigentlich fast, dass es mit der Story direkt weitergeht, während Frodo hier absäuft. Das wär's doch jetzt. Tentakelangriff überlebt, aber absaufen. Ja, vorher mal ganz wackerflux hier speichern und ja, können wir ganz kurz schauen. Kartenstatue. Ja, hier ist einiges im Umfeld, also gerade an Steine, Figuren. Hier ist echt eine Menge zu erkunden. Ich würde fast sagen, beim nächsten Mal machen wir mal so wieder einen kleinen Einschub, wo wir uns mal ein bisschen die Welt anschauen, bevor wir nach Moria direkt gehen. Hier ist jetzt auf jeden Fall erstmal mit dem Part Schluss und wir sehen uns im nächsten Teil wieder.